Von Spiel zu Spiel. Der Servus TV Fußball Podcast mit Florian Klein. Ja, normalerweise sagt man ja, das Beste kommt zum Schluss. Ich habe mir gedacht, ich haue das Beste gleich am Anfang raus und habe meine neuen Gäste eingeladen, David und Marco. Freut mich, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich bei so eurem Terminkalender, dass ihr auch mit dabei seid, aber freut mich extrem. Wir haben aber ein kleines Special eingebaut, weil du hast es ja selbst schon gehört. Ich bin kein Mathematiker, aber Fußballer. Es gibt so ein paar Floskeln und ein paar Phrasen im Fußball, die ja jeder Fußballer verwendet. Darum heißt es auch von Spiel zu Spiel. Solltet ihr zu viele oder solltet ihr einen dieser Phrasen verwenden, gibt es von mir eine gelbe Karte oder eine rote Karte. Und ihr müsst dann etwas Unangenehmes machen. Keine Angst haben, ist nicht allzu unangenehm, es ist nur eine Frage. Mal schauen, was wir uns da eingefallen lassen haben. Also ich glaube, ihr werdet es sicher ganz gut meistern. Gut, bevor wir wirklich auf die ersten Themen eingehen, gibt natürlich auch noch ein erfreuliches Ereignis. David, bist Papa geworden, zum zweiten Mal, habe ich gehört. Danke. Gratuliere. Danke dir. Weiß man schon, oder hast du schon verraten, Bub oder Mädchen? Oder? Mädchen. Mädchen. Das heißt, du hast jetzt ein Bub, ein Mädchen, ja. Du zwei Mädchen, ich zwei Jungs. Das heißt, wir haben eigentlich alle Kombinationen, die es gibt, haben wir somit geschafft. Großartig vorstellen, da kommen wir sogar blöd vor, wenn ihr euch irgendwie vorstellen müsstet, das ist nicht der Fall. Aber es geht auch ein bisschen so um die Hintergründe von euch, wie ihr gemeinsam aufgewachsen seid. Seid ihr beide in Wien geboren, der eine im 21., du im 22. Beides, glaube ich, kann man sagen, Käfigkicker. Wenn man auch so euch beide ein bisschen von der Art jetzt vergleicht, so was ja immer beim David, haben wir ja selber auch mitbekommen, dass er so irgendwie so Everybody's Darling war. Und bei dir war es eher immer so ein bisschen der Bad Boy, den aber trotzdem irgendwie jeder geliebt hat. War das etwas, was ihr selbst auch so wahrgenommen habt oder wie ist es euch gegangen? Siehst du das ein bisschen anders, dass er eigentlich richtig zahm ist, der Marco? Oder? Dass er richtig was ist? Dass er richtig zahm, lieb. Ja, ist ein lieber Bruder, 100%. Ja, zu mir auf jeden Fall. Ja. Nein, ich glaube, jeder, der ihn kennt, weiß, was der Marco für ein Typ ist, was für ein Mensch und auch was für ein großes Herz er hat. Und ich glaube, du kannst es ja auch bestätigen. Absolut. Dass man mit ihm nicht jetzt nur Spaß haben kann, sondern sicherlich auch ernste Themen ansprechen kann. Aber dass man von ihm alles haben kann. Und ihn kannst du um 3 Uhr in der Nacht anrufen, wenn du ein Problem hast. Oder wie früher dann auch am Wochenende. Und er holt dich ab, oder was? Nur wenn du ein Problem hast. Dann bist du da. Es war auch so, dass ihr beide bei der Austria gespielt habt. Auch da sieht man so ein bisschen, David, du hast, glaube ich, bei der Austria dann alles durchgemacht. Marco, du hast, habe ich mir kurz nachgeschaut, FAC, Vienna, wieder Austria, Rapid, wieder Austria. Normalerweise wird man ja so bei einer Jugendmannschaft nur dann aussortiert, wenn es der Kroder Michel bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass du schon so ein richtiger Techniker warst, oder? Dieses Wort ist plus 18, also kann ich da jetzt nicht in Österreich, ich habe alles durchgemacht, also muss ich ehrlich sagen, ich war bei FAC, Vienna, Rapid, Austria. Und ja, es war halt nicht so, es war halt nicht immer meine Entscheidung. Du bist vom Verein wirklich aussortiert worden oder haben die gesagt, dass du weg musst? Nein, ich bin einfach immer entlassen worden, weil einfach Disziplin hat einfach nicht gereicht. Also die waren alle so auf, keine Ahnung, alles mit Disziplin, immer den Trainer zu hören. Wenn der Trainer sagt, lauf geradeaus, dann muss geradeaus laufen. Ich habe einfach immer das Gegenteil gemacht. Sagst du, die wären was für mich gewesen, die Trainer, los, nur geradeaus laufen? Ja, also die wären was für euch zwei. Also ich meine ja. Ich rede davon, dass die zu euch sagen, was ihr machen sollt und dass es dann auch passiert ist, also in euren jüngeren Jahren. Jetzt natürlich auch beim David, macht natürlich auch sein Ding, was er denkt, was am besten ist. Aber ja, fußballerisch kann ich sagen, also in meiner Altersklasse war ich immer der Beste. Und es hat halt immer. Also ohne übertreiben, jetzt warst du wirklich so absolut. Ja, ich war mit Abstand der Beste. Mit Abstand. Viele Tore aus Wolfsburg? Keiner war besser. Ich habe gehört, dass der Daniel besser gewesen ist. Hat er zumindest gesagt? Meine Altersklasse. Ach so, in deiner Altersklasse. Meine Altersklasse. Ich kann nicht reden von eurer Altersklasse und von meinem Bruder war auch sehr, sehr gut. Also war ein großes Talent. Nur er hatte auch Talent dann abends. Und er ist dann dieses Abendtalent nachgegangen. Bis jetzt relativ stark, noch keine einzige Floskel irgendwas. Also bin überzeugt von euch, dass das durchziehen wird. Aber was ist es eigentlich? Was sind die Worte dazu? Also, was ist für dich so eine richtige Floskel? Eben von Spiel zu Spiel. Wenn du so dann irgendwas sagst, dann gibt es Bestrafung. Aber mal schauen, ob was das kommt. Das Runde muss ins Eckige. Das wäre zum Beispiel, ich zähle es jetzt noch nicht, weil wir über das Thema gesprochen haben, aber du hast es nur erklärt. Das gibt es gar nicht bei meinem Wortschatz. Also wirklich, gibt's, heißt, sowas gibt es nichts. Du redest einfach das, was du denkst. Wir müssen einfach aneinander. Ja, deshalb mache ich mir bei dir jetzt heute auch keine Sorgen. Nein, bin ich überhaupt nicht. Bei dir auch nicht. Ja, eh nicht.
David, bei dir ist ja dann von der Wiener Austria relativ schnell auch so in die weite Welt hinausgegangen. Ja, was heißt schnell? Naja, relativ schnell. Du warst ja noch nicht einmal, glaube ich, im Profikader. Du hast zwar mittrainiert, aber du hast da kein Jahr. Auf der Bank bin ich gesessen. Auf der Bank bist gesessen. Ich habe immer nur gehört, du warst bei jedem Training der beste Akteur am Platz, hast keinen Fehler gemacht. Wenig Fehler. Ja, selbst überzeugen können. Natürlich. Einige Jahre habe ich noch spielen dürfen, sage ich sogar. Oh, heute bin ich sehr nett zu euch, aber naja gut, bei zwei Kontakten muss man sagen, habe ich in Marco schon ordentlich rasiert. Weißt du noch? Sei ehrlich. Alles gut, ich gebe dir das, kein Problem. Aber zwei Kontakte zählt nicht, weißt du, im Fußball. Ja, aber rein für Technik. Weißt du, wenn man von draußen kommen, zuschaut und dann sagt man, hey. Wenn es zum seriösen Teil, dann kannst du auch was dazu sagen. Aber ich kann mich noch an eins erinnern. Teil, einmal, na, du hast öfter gewonnen, aber sag mal, es war einmal, wo du gewonnen hast und wir machen normal immer so Schnipp aufs Ohr, weißt du, was auch weh tut, also kein Problem. Natürlich, Marco wieder übertreibt allerärgstens. Nimmt die flache Hand, haut mal hinten aufs Knack, aber so richtig. Weißt du, ich glaube, ich habe heute noch alles, wir haben so ein Problem. Ohne Scheiß, wirklich, das war ein Wahnsinn. Habe ich lange gespürt und ja, das habe ich. Ja, aber sein Schnipser ist auch ein Wahnsinn. Schnipser ist auch ein Wahnsinn. Wie machen? Diesen. Du machst so, oder? Ja, machst du. Was dann was mit das erinnert? Immer, wenn du es gehört hast. Ich kann es nicht nochmal. Mach bitte. Immer mit seiner Armbänder auch. War schon ein Traum. Ja, wenn wir gerade schon ein bisschen so von zwei Kontakten und so reden, habe ich ja heute beim Aufwärmen kurz zugeschaut. Habe ein bisschen überrascht auch gesehen, was für unglaubliche Maschinen ihr seid. Also bei Marco, ich weiß ja, Oberschenkel hast du immer schon gehabt, wie ein Skifahrer, gespielt zum Glück wie Fußballer, aber du auch, pumpst nur mehr in Madrid? Was heißt nur pumpen? Nein. Also ich bin schon oft im Gym zur Vorbereitung, vor dem Training und dann sicherlich noch am Abend nochmal. Aber alles nur ergänzend. Aber auch selbst Eigenverantwortung, also nicht nur auf dem Trainingsgelände, sondern hast du auch, glaube ja, ich, Hause, Privattrainer auch und so. Oder? Mhm. Und das ist was du merkst, einfach, dass da hilft, oder? Für dein Spiel, oder? Ja, das ist sicherlich, was ich brauche, was mir gut tut und was nicht mehr weg kann, glaube ich, jetzt auch in meinem Alter. Jetzt bin ich auch keine 17 mehr und da muss ich schon in meinen Körper viel mehr reinhören, meinen Körper anders und viel mehr pflegen. Das Niveau ist jetzt auch nicht runtergegangen, wo ich spiele. Kann man sagen, ne? Und ja, dementsprechend, glaube ich, versucht man da immer die letzten Prozente rauszuholen und auch zu finden, wo man noch mehr machen kann und vielleicht irgendwo mehr rausholen kann. Macht der Marco mittlerweile auch schon Kraftkammer oder immer noch nichts? Er ist sicherlich ein Spieler, der sehr auf seinen Körper schaut und auch hineinhört, was speziell Pflege betrifft, der auch irgendwo ein paar Baustellen. Mittlerweile ist auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also bis jetzt hat er es schön umschrieben, dass er nicht in der Kraft gekommen ist. Aber es ist auch gut so, dass er gesagt hat, ich brauche sie nicht. Du brauchst nicht, das ist eine Rohkraft. Es gibt Spieler, die was es brauchen, die was es lieben. Ich bin einer, ich tue sehr viel, ich mache sehr viel zu Hause, weil ich auch... Er hat seine Übungen nicht, also ich kenne ihn ja mittlerweile schon sehr lange. Der was meine Übungen schickt, aber das hat nichts mit Krafttraining zu tun. Ja, ergänzend, glaube ich. Zu tun. Ja, das muss ja jeder wissen, was er selbst ein bisschen braucht. Jeder glaubt, oder? Der Marco sitzt nur auf der Couch, weißt du? Das glaube ich nicht. Und ich sehe ihn aber auch jetzt hier in der Nationalmannschaft tagtäglich einfach seinen Körper pflegen, seine Übungen machen vor dem Training, sich vorbereiten und sich die Zeit nehmen, dann auch auf dem Tisch zu liegen beim Physio. Und sich da pflegen zu lassen. Und das kostet ja auch alles Energie, würde ich schon mal sagen. Und ist auch sicherlich irgendwo zeitaufwendig. Ja, sonst kannst du auf dem Niveau auch gar nicht so lange spielen, wie es der Marco auch gemacht hat. Oder wie es du jetzt auch machst, ist ja logisch, gehört dazu, ist auch super zu wissen. Ich hoffe auch, dass sehr viele junge Spieler ein wenig zuhören, dass sie das auch ein bisschen aufnehmen. Vielleicht noch kurz zurückkommen, da Marco, du warst ja in einer richtig guten Liga. Jetzt ist natürlich das Thema Milan, das wollen wir gar nicht zu sehr jetzt in Betracht ziehen, aber bist relativ früh dann eigentlich auch nach China gegangen, wo jeder sagt, ja, da geht man normalerweise hin, so am Ende der Karriere. Was war dein Beweggrund so ein bisschen, dass du das gemacht hast? Ich bin zum richtigen Zeitpunkt dorthin. Also, es ist nicht dabei, ist auch finanziell wahrscheinlich, oder? Also, man sieht es ja auch gerade, jetzt ist es andersrum, jetzt ist Saudi-Arabien. Mhm. Und es ist einfach, soll ich dir sagen, es war nicht meine alleinige Entscheidung. Ich habe mich natürlich ausgetauscht mit meiner Frau und natürlich auch mit meiner Eltern, mit meinem Bruder. Und ich hatte mehrere Angebote davor schon, wir haben alles abgelehnt. Aber dann ist halt irgendwann einmal der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns alle dann geeinigt haben und haben gesagt, lass uns das machen.
Es ist natürlich auch vom Finanziellen brauchen wir darüber nicht reden, aber ich denke auch von den ganz, eine ganz andere Kultur und dass du das mal da alles mitbekommst. Natürlich war mir klar, dass von den Medien und den Fans und den Leuten natürlich für denen das ein Schock war, dass ich dorthin gehe, weil ich war, kann ich sagen, von meiner Spielweise auf einem Top-Niveau bei West Ham und alles war perfekt und natürlich auch viele Angebote bekommen, aber im Endeffekt habe ich mich für das entschieden und ich sage es dir ehrlich, ich bereue es nicht. Ich sage noch immer, dass ich den richtigen Schritt gemacht habe. Natürlich dann danach, nach der China-Zeit, bin ich dann zurück nach Italien gekommen bin, was natürlich nicht einfach, weil du bist 2 Jahre dort, dieses Niveau ist natürlich nicht das, oder was du in den europäischen Top-Ligen hast. Natürlich auch vom körperlichen und von der ganzen Kondition, also du in China, da laufst du nicht. Du wartest auf den Ball, dass er kommt, dann beginnst du mit den anderen 2 Ausländern da irgendwie dich durchzukombinieren und ich hatte auch die Ehre, dass ich dort gespielt habe mit Oscar und mit Hulk und die waren hinter mir, die haben fast alles gemacht und ich habe dann die Tore dort gemacht, aber dann war es natürlich ein anderer Schritt, wieder in die Serie A zu kommen. Dann waren natürlich immer wieder die ganzen Reedereien, ja, der ist von China gekommen, den interessiert das nicht mehr oder der ist nicht mehr körperlich in diesem Zustand. Und ich habe mir dann vorgenommen, dass ich gesagt habe, okay, ich werde es denen jetzt nochmal zeigen, dass ich auch es noch einmal in einer anderen Liga auch noch einmal zeigen kann. Und bis jetzt, es läuft gut. Ich war jetzt natürlich für längere Pause verletzt. Es war nicht schön, weil ich kenne das nicht, 2-3 Monate auszusitzen. Ich habe das noch nie gehabt in meiner Karriere. Und es war sicher auch für mich ein Punkt, wo ich sage, wie soll ich mit dem umgehen? Ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Und es war eine schwierige Zeit, aber Gott sei Dank ist diese Zeit jetzt auch wieder vergangen. Ist auch wieder ein Lernpunkt gewesen für mich. Und jetzt bin ich wieder am Platz. Und ja, top, dass du es überhaupt auch wieder zurück dann wirklich in einer Superliga geschafft hast, weil bis nach China gegangen bist, du mal gedacht, vielleicht ja, Nationalteam wird vielleicht auch schwierig durch die Reisen und alles Mögliche. Und das wäre wirklich schade gewesen. Mittlerweile bist du auch, muss man auch einmal erwähnen. Ja, ich habe noch immer das Angebot von David, dass er mit Carlo redet. Ja, also Real ist immer noch Thema bei dir. Ist auch noch für mich so gewesen, so ein Ansporn, in diese 2 Jahre irgendwie Gas zu geben, weil der. Ja, aber jetzt immer, ist absolut möglich. Schau die Nummer 9 bei Bologna, der ist nicht schlecht, weil der soll immer diese Stichen rein. Ja, jetzt statt Benzema. Also, brauchen sie eher, ne? Alles gut. Nein, passt. Aber du hast gerade eine schöne Brücke geschlagen, Real Madrid. David, kommt es bei dir eigentlich irgendwann einmal vor, dass du dich selber so ein bisschen fragst, wie ist das Ganze so gekommen? Es muss ja unglaublich sein. Ja, oft. Schon auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber mittlerweile, weiß nicht, was sind es jetzt? 13 Jahre auf dem Niveau. Mit Bayern München eine sehr lange Zeit. 13 Jahre in München damals und es waren das 12, glaube ich, Jahre bei den Profis und jetzt 2 Jahre in Madrid. Ja, da fragt man sich schon öfters, wie das alles passieren konnte. Auf der anderen Seite wird das ja auch irgendwo normal, man gewöhnt sich daran. Es ist jetzt nicht so, dass das von gestern auf heute passiert ist jetzt mittlerweile. Aber natürlich, ich durfte in meiner Karriere bisher wirklich unglaubliche Momente genießen, feiern, erleben. Und das ist schon was sehr Spezielles, wofür ich ja nicht nur dankbar bin, sondern wo man sicherlich ab und zu auch gerne zurückblickt. Aber jetzt nicht allzu oft. Man möchte einfach immer mehr. Man versucht immer besser zu werden. Man versucht sich weiterhin, nicht nur als Person, oder nicht nur als Spieler, vielleicht auch als Person weiterzuentwickeln und dieser Verantwortung irgendwo gerecht zu werden. Und da hat man nicht viel Zeit zu überlegen, nicht viel Zeit zurückzuschauen, sondern es geht immer weiter und versucht dann auch seine Ziele irgendwo auch zu erreichen. Wirklich Wahnsinn ist immer wieder zu erwähnen, glaube ich. Was du erreicht hast, ist schon unglaublich. Aber kannst du noch erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Bin ich gespannt. Puh. Na gut, ich habe dein Gesicht schon oft gesehen, weißt du. Aber wirklich wir zwei, face to face. Das erste Mal? Ja. Und du kannst dich erinnern? Ich kann mich erinnern, ja klar. Erster ja, Moment mit David Alaba. Du warst ich war damals ein kleines Kind, und du sagst, einen Moment mit David Alaba. Pass auf, nein. Aber er hat selber gesagt, er war ein kleines Kind, aber es war in einer Diskothek.
In welcher? Diskothek in Wiener Neustadt. In Wiener Neustadt? Ja, du warst irgendwie U19-Team, seid ja, irgendwie, glaube ich, aus oder so. Ja, wahrscheinlich war er dabei. Nein, mach mal nicht so. Ich habe dieses Dorf, was du stand, ich habe dieses Dorf noch nie mehr längst. Was redest du jetzt? Ja. Bitte hör mir auf. Wie die U21 gesagt haben, wir spielen dort, ich sage, ich spiele dort. Tschüss, Wiener Neustadt. Aber Wiener Neustadt. Asia Linzberg Hotel. Nein, ist das Wiener Neustadt? Ja, ich glaube, das ist in der Nähe. Das ist in der Nähe. In der Nähe, in der Nähe. Aber war ich in Wiener Neustadt? Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie die Disco geheißen hat. Aber was hast du da gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ich kann es ehrlich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall haben wir uns gegenüber gestanden und dann ist einer dazugekommen. Ich weiß, es war, glaube ich, nicht einmal ein Freund von dir, sondern es war einfach irgendeiner, ein junger Typ. Ich glaube, er hat schon ein bisschen zu tief ins Glas reingeschaut und sagt halt so, weißt du, wer das ist? Das ist so heftig, das ist David Alaba. Er wird komplett alles rasieren. Also so richtig. Und ich habe mir gedacht, ja, passt schon, red ein bisschen weiter. Gell? Aber anscheinend war der wirklich ein Prophet. Also der hat das vorausgesagt. Aber ja, wirst du nicht mehr erinnern können, du warst danach nur so oft fort, da ist egal. Jetzt ratet es noch ein bisschen, gell? Weißt du, wie geht's? Nein. 0,0. Ja, aber du brauchst dich jetzt nicht schämen. Nein, ich schäme mich überhaupt nicht. Wie alt war ich da ungefähr? Wie alt warst du da? Sag nicht klar, der ist ja Vater. Nein. Wie war es bei dir gewesen? 19, 20, 15? 19, 20? War die, glaube ich. Ja, gut, da ist, aber. Da ich glaube, dass ich sogar 21 gespielt habe und du bist 19, 20. Ja. Du warst schon Nationalteamspieler. Nein, wie alt bist du jetzt? 19, 20 war er. Du bist jetzt, ich war 19, 20. Also du warst 19, 20. Du warst 15, sagt er. Du warst wahrscheinlich 12. 14, 15. 14, 15. Ja, mit 15 war ich schon bei den Profis bei Austria. Das hätte ich auch schon gewusst gehabt. Ich hab dich erkannt. Achso. Aber der hat mir es noch einmal so ein bisschen richtig rein, so auf die Art, ich bin irgendeiner, aber er ist der David und er wird einmal richtig durchstarten. Er hat ja recht behalten, also von dem her. Ist das. Ja, jetzt wahrscheinlich war Flo so fett und weiß gar nicht mehr, dass das wahrscheinlich in Wien war, Alter. Kennst du mich? Ich trinke nichts. Alter. Nein, überhaupt nicht. Aber. Ja, scheiße, verraten. Naja, wurscht. Ist ja nicht so tragisch. Kommen wir wieder ein bisschen zum aktuellen Thema. Ralf Rangnick, der neue Weg ein bisschen im ÖFB-Team. Ich habe ihn Ralf selber gehabt, der Sportdirektor bei Salzburg. Und ich weiß, was er eigentlich verlangt, rein vom Sprinten, Arbeiten gegen den Ball. Fällt mir sofort einmal ein, Marco, wie kommst du damit zurecht? Wenn ich ehrlich bin, ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass es so gut passen wird mit ihm und mir zusammen. Muss ich ehrlich sagen, also wo sie bekannt gegeben haben, dass er Teamchef wird, haben wir schon gedacht, okay, das war's jetzt mit meiner Zeit. Also ist auch überhaupt kein Thema. Wenn er sagt, er will einfach Spieler haben, die was gegen den Ball pressen, die was in die Tiefe laufen, die was direkt hinterm Ball nach arbeiten. Ist überhaupt kein Problem für mich. Danach, wie das passiert ist, also wie man dann erste Einberufung hat, hat er auch mit mir direkt ein Einzelgespräch gehabt und er hat mir einfach schnell deutlich gemacht, dass ich einfach der bleiben sollte, was ich bin. Und dass unsere Spielweise natürlich, so wie du schon gesagt hast, halt ging am Ball sofort, dieses Umschalten und so. Und ich habe gesagt, schau, ich werde alles dafür tun, ich werde die Mannschaft natürlich nicht im Stich lassen. Ich werde einfach mein Spiel durchziehen. Und jetzt ist einfach so, dass das einfach alles passt. Also es ist jetzt nicht so, dass 9 Spieler oder 10 Spieler gegen den Ball laufen und ich bleibe stehen und schaue in die Luft. Also ich versuche es natürlich auch, das umzusetzen. Ja, tust du ja, ne? Ja, aber hat er eh schon immer gehabt. Also auch unter Marcel Koller, muss man auch sagen, haben wir auch teilweise gutes Pressing gespielt. Da warst du auch immer dabei. Also der Ball, wenn der zwischen Füße ist, danke, dann bist du, ja, das ist so. Aber das andere gehört auch dazu. Spiele gewinnen ist mit Ball, oder? Ja, aber es gehört auch dazu. Natürlich. Das macht uns, glaube ich, noch mehr einen Tick besser. Es ist für mich natürlich, macht es ja auch mehr Spaß, wenn wir, sagen wir, vorne den Ball verlieren und wenn wir sofort umschalten, draufgehen und den Ball gleich wieder erobern, dann ersparen wir uns natürlich, oder diese ganzen Meter zurückzulaufen. Ist natürlich auch für mich top. Hinten am Chip oder GPS ist wieder oben, Marco ist gesprintet. Aber ja, nee, also es passt vollkommen, muss ich ehrlich sagen. Wir sind alle wirklich sehr zufrieden, ich auch. Wir haben auch ein gutes Verhältnis, spricht auch sehr viel mit Spielern. Also muss ich ehrlich sagen, das ist alles passt. Das merkt man auch, ja. Also ich habe auch am Anfang den Gedanken gehabt, wie könnte Ralf Rangnick, weil man dachte, wird wahrscheinlich oder könnte ziemlich schwer werden mit Marco, weil er halt einfach der Fußballer ein bisschen anders ist. Aber ich habe ihn dann einmal getroffen in Katar, in Ralf, und dann habt ihr zuvor gegen Italien gespielt. Und er hat eigentlich 10 Minuten nur über Marco geredet, dass er bei dem Spiel überragend war, mit Abstand der Beste. Und da habe ich dann schon gemerkt, glaube ich, dass das auch richtig funktionieren könnte. Und ich glaube, dass das Spiel dir extrem gut
tun wird, dass du noch einige Tore machen wirst. Apropos Tore, wisst ihr überhaupt, wie viele Tore wir drei zusammen fürs Nationalteam geschossen haben? Also du bist... 49 haben wir. 49 haben wir drei gemeinsam. Du hast 34? Wie viel hast du? Keine Ahnung. 15. 34 plus 15 sind 49. Ja, das ist komplett neu. Ich habe schon gedacht, oder wann hat der dort gemacht? Ja, ich habe ja für die arbeiten müssen. Das war damals nicht so, dass du gegen einen Ball gleich drauf bist. Ich war andere Seite. Andere Seite? Andere ja, Seite. Ja, aber links vor dem Felder muss rechts, was aber der geht, weißt, muss reinschieben. Diese kleinen Hanik waren nicht so wie Fuchs an Hand. Ja, komm schon. Ja, Hanik hat viele Tore gemacht. Hanik hat viele Tore, weil ich abgesichert habe. Aber erst es tut mir leid, aber weißt du. Ja. Ball zwischen Füßen ist das große Problem, Bruder. Also aber Tore hat er gemacht. Ich, ich liebe ihn. Das tun wir, glaube ich, alle. Nein, viel Tore gemacht. Viel Tore. Ja, Martin hat viel Tore gemacht. Ja. Aber ich habe da zumindest, das rechne ich mir selbst ganz hoch an, Assist. Ich habe da Kopfball da aufgelegt gegen Deutschland auswärts. Stimmt. Und das zu schaffen ist Schalke. Aber richtig kassiert, gell? Wie viel? 6-2. 5-2, 6-2. Aber ich glaube, das ist auch eine Leistung, oder? Wenn ich dir gucke. Nein, aber du hast schon einen Pass. Das ist eine Mörderleistung. Danke. Ja, bitte? Ja, ein paar waren schon dabei. Sogar Jimmy Hoffa Kopfball da aufgelegt. Aber warte mal, dieser Kopfballer, der war ganz schwierig. Ja, der war richtig. Schwierig, also er ist perfekt auf den Kopf gekommen. Also du hast nicht viel bewegen. Kann ich mir nur so vorstellen. Ja, so war es, das kannst du dich noch erinnern. Weißt du, Ball zwischen Füße? Ja. Krank. Ball am Kopf? Nicht so krank, oder? Ja, schon heile Serie. Ja. Jetzt hast du wieder Kopfball da. Was? Ja? Ja, normal. Aber immer auf zweiter Pfosten, nie gegen den Ball. Also so sie warten sie. Aufschlimm. Okay. Ja, war schon ein gutes Tor, muss man sagen. Was darfst du dann Teil dazu beitragen? Und, jetzt bin ich ein bisschen abgeschliffen, gell? Abgedriftet. David, du, Ralf Rangnick, passt. Du kommst sowieso mit jedem Trainer zurecht, da ist sowieso kein Problem. Auf jeden Fall, nein. Ich glaube, wir sind alle wirklich sehr happy und zufrieden mit ihm, mit seinem Team um ihn herum. Das passt wirklich sehr gut. Man, glaube ich, spürt auch in den. Wenn ich das zugeschaut, ein bisschen heute, oder? Ja, nur ganz kurz am Anfang. Dann von der Roma, aber ein bisschen, aber ich habe nur ein paar Abschlüsse gesehen, aber. Okay. Ich wollte nicht zu sehr dabei sein, was der nee, man, das man bei den merkt Medien. Ja, man merkt einfach, wie hungrig die Mannschaft ist, ehrgeizig und auch, wie es jeden Einzelnen einfach Spaß macht, auch in den Trainingseinheiten. Wir fühlen uns wirklich sehr wohl mit ihm. Das, glaube ich, kann man auch in unseren Spielen gut erkennen. Sieht man auf alle Fälle gut, ja. Man erkennt sicherlich auch schon eine Handschrift von ihm und sind sehr happy mit ihm. Was mich vor allem interessieren würde, ist jetzt noch, welches Zitat würdet ihr von euch selbst gern 2024 lesen oder hören? Was würde über von euch geschrieben? Von uns als Mannschaft. Kann persönlich sein, kann aus Mannschaft sein. Ja, aber Zitat bin ich Katastrophe. Bist super. Nein, Zitat. Also hinblicklich Euro 2024. Er glaubt, ich bin Kurt Ivo. Wer bist du? Nein, Insider. Insider, oder? Ja, bin ich schon draußen von dem. Keine Ahnung. Wird da gar nichts sein? Nichts? Kein Wunsch? Nee. Also Wunsch für mich selber oder mein, für die Mannschaft, für meine Familie? Eher auf Sportliche, gehen wir auf Sportliche. So ein Zitat 2024. Für mich Euro, immer dass wir uns qualifiziert bleiben. Haben oder wahrscheinlich. Und, ja, das ist sowas. Na, so sportlich wünsche ich nichts. Erzähl uns einmal ein Zitat. Ja, zum Beispiel David Alaba entscheidet das EM-Finale. Ist wahrscheinlich, ist unwahrscheinlich, aber... Wohin ist es? Warum sagt das erst? Warum also, Entschuldigung. Das ist normal der Marco. Das ist normal deine Aufgabe. Gleich rot werden. Nein. Ja, gleich attackieren. Nein, attackieren Marco überhaupt nicht, Marco. Weil er gesagt hat, es ist unwahrscheinlich. Ja, ja, deshalb haben wir ihn gleich attackiert. Ja, ich weiß. Das sagt man, gleich geschlossen gegen mich. Der andere hat kein YouTube zu Hause, Mann. Warum? Warst du dabei? Na, schau Free Kicks. Einfach. David Alaba Free Kicks. Gib ein. Wir haben mit Stuttgart gegen Bayern aus dem Sauerland reingekauft. Oh ja. Er ist nicht vergessen, dass du auf uns auch gehört hast, gell, wie du im Team warst, gell? Also ja, natürlich. Nicht jetzt, weil du draußen bist, ein bisschen diese Sticheln, so unwahrscheinlich dort, unwahrscheinlich. Nein, bin immer ganz normal, das weißt. Bin normal, da gibt es keine Sticheln. Bin eigentlich auf eurer Seite, obwohl ich jetzt bei den Medien bin, also auf der anderen Seite. Gott sei Dank eine. Ja, ich bin für euch, aber das, da könnt ihr euch sicher sein. Was? Aber es gibt bei uns. Warte, es gibt auch Benotung, das wisst ihr ja nach den Spielen. Ah ja, von diese dir. Benotung, diese von dir? Weißt du, was, von mir. Weißt du, was ganz wichtig ist? Sag mal bitte, sag mal. Die Benotungen sind mir egal. Einfach das, was aus deinem Mund kommt, soll einfach korrekt sein. Es wird korrekt sein. So, der Rest
Das, was die. Von ihm habe ich noch nichts gehört. Bei mir gibt es korrekt. Und es wird auch so sein, bitte, bei jedem Spiel, egal wenn du zum weißt, Beispiel. Was ich meine, oder? Aber pass auf, wenn du ungefähr. Bei jedem Spiel offensiv, es gelingt da gar nichts, wirklich null, wo du normal sagst, ich muss da einen Fünfer geben. Dann mach zumindest einmal eine Grätsche oder Arbeit nach hinten mit, sodass ich sagen kann, ey Marco, nach vorne nichts gelungen, aber er war bemüht, hat gekämpft. Dann kann ich dann Vierer geben, weißt du? Ich mag dir keine Nein, das wollen geben. Wir gar nicht. Weil schon alleine, das wollen dass wir nicht. Du mit mir zusammengespielt hast, okay? Ja, eben, das ist ja schon mal schwierig. Dass du alleine schon jeden Ball, was du gehabt hast, einfach schnell zu mir spielen wolltest. Hör mir bitte auf. Jedes Mal ein Einser gibt. Jedes Mal, nur für das. Du schreibst Benotung hin, ich habe mit ihm gespielt. Das ist die Benotung. Wenn ich was gespielt habe, dann schreibst du hin. Eins, ich habe mit ihm gespielt. Ja, ich werde es versuchen. Ganz so kann ich es nicht machen, aber ich weiß ja, dass ich dir normal immer gute Note gebe. Warum? Du entscheidest, du bist schön. Ja, Servus, TV gehört dir, Mann. Wart noch ein, zwei Jahre. Ja, ich glaube, das aber ist aber dann komme ich, dann weiß ich nicht. Drum, ich habe ja gerade gesagt, wenn es hier zwei aufhört, mein Stuhl wackelt extrem bei euch zwei, als Experten. Wir sind raus aus dem. Nein, dann werden wir euch irgendwann sicher dazu holen haben. Sehr gerne mal so ein paar Fragen. Pass auf, ich hau euch einfach immer was rein. So viel Blödheit, wie Sie dort erzählen, ist schon einmal grenzenswert. Hey David, ich habe gerade die gelbe Karte gedrückt, du musst dir was fragen. Ach so? Ja, frag Marco irgendwas. Das Ganze ein bisschen schneller bitte, weil es ist Sendezeit. Kostbar. Wann war deine Frau das letzte Mal richtig angefressen auf dich? Jeden Tag. Entschuldige, Mann. Nee, aber die ist relaxed. Also, nein. Kennengelernt auf Ibiza, die ist relaxed. Also, Sarah, ja. Angefressen auf mich? Nee, das gibt's bei uns. Also, dass irgendwer auf irgendwen angefressen. Muss ich ehrlich sagen. Ist ganz gechillt. So wird übrigens... Ja, warte, pass auf, rot wird so klingen. Der bleibt daheim! Ich will die mit den Vorhang quasteln! Marco, stellst du dir auch noch eine Frage, dann haben wir das Ganze gut abgearbeitet. Nein, das passt schon. Nein, frag mal, aber such die Beste aus. Hast du schon mal gegen mich gespielt, frage ich. Nein, oder? Aber gegen einmal mich. Bayern, bist du nicht reinkommen? Wo du noch in Bremen warst? Ja, in der Allianz. Das kann sein. Okay. Lass mal so, okay? Du hast gegen mich gespielt. Okay. Vor welchem Gegenspiel hattest du bisher am meisten Respekt? Aber du hast gegen mich auch gespielt, gell? Stuttgart. Flo. Komm bitte hör auf. Von dir, Marco. Es war wirklich ehrlich, glaubt das. Ja, somit hätten wir das auch abgearbeitet. Ich glaub, so wird das Ganze aussehen. Gegenspieler, der Typ hat gespielt gegen Messi, alle, sagt er laut. Was redest du eigentlich jetzt? Hör auf, diese Zuschauer zu verarschen. Wer hätte gesagt, dass du meinen Namen sagen sollst? Sag Messi oder irgend sowas. Ich erinnere. Ich glaube, ich mag jetzt. Gegen Schweden sind 36.000 Karten bereits verkauft. Mhm. Was erwartet euch? Ausverkauftes Haus oder wird sich das nicht mehr ausgehen? Doch. Klare Ansage. Marco? Ja. Wie? Durch einen Sieg gegen Belgien oder wie? Oder? Nee, also. Zum Beispiel. Also, das wird sicherlich helfen. Mhm. Aber ich bin überzeugt, dass sich jetzt schon was getan hat, so in den letzten Monaten. Nochmal ein neuer Ruck, glaube ich, durchs ganze Land gegangen ist. Man spürt nochmal eine vielleicht andere Euphorie als wie vor ein paar Jahren, wo wir, glaube ich, auch einen leichten Hänger hatten. Und man merkt jetzt auch die letzten zwei Spiele jetzt auch in Linz, wo es wirklich eine sehr schöne Atmosphäre gab, wo die Unterstützung top war, wo das Stadion auch ausverkauft war. Ich weiß, es war ein neues Stadion, aber du warst ja auch da. War super. Super Stadion, super Spiel. Hat richtig Stimmung Spaß gut. gemacht, ja, hat richtig Spaß es gemacht. Es hat schon begonnen in der Nations League. Ja. In der Nations League hat man schon gefühlt, okay, wir haben natürlich gegen Nationen gespielt, die was natürlich sehr interessant sind und da kommen natürlich mehr. Aber da hat es begonnen. Und dann natürlich. Sag nochmal im Juni, ne, ist jetzt kein November. Mhm. Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Ich glaube auch. Und es schimpfen zwar immer alle so ein bisschen über das Happelstadion, aber ich persönlich habe es immer extrem genossen, unsere Heimspiele. Hoffe, dass das auch wieder so sein wird, dass bald wieder immer ausverkauft ist, dass ihr gute Spiele dann ist schon geil, dann macht das schon Spaß. Schon, dann natürlich, Stimmung war immer gut. Muss ich da irgendwo auch was ändern, glaube ich, was das Stadion ein neueres Stadion. Ja, ein neueres Stadion, ein Fußball, ein richtiges Fußballstadion vielleicht für die Nationalmannschaft wäre jetzt auch mittlerweile schon was Schönes, glaube ich, was vielleicht das Land verdient hätte, aber sicherlich auch die Nationalmannschaft. Und
vielleicht, weiß nicht, ob die das renovieren können oder was, oder ein neues Stadion bauen können. Renovieren können es nicht, das ist ja Denkmalschutz. Müsste der David dann finanzieren wahrscheinlich, dann wäre es möglich, ja. Ja, ich glaube, bis zum neuen Stadion, wenn ich ehrlich bin, sitzt man mit dir, glaube ich, also da haben wir nichts mehr mit National. Du meinst im Studio und reden über die... Nein, wir haben dann unser eigenes. Ihr habt euer eigenes Studio, okay. Aber bin ich dabei? Bin ich dabei? Ladet es mich ein? Ja, das auf jeden Fall. Schon, oder? Sicher. Also, du kannst sehr gut reden. Den Intro machst du brutal. Ja? Ja. Ist mein erster Podcast. Aber für deinen ersten Host, Podcast? Muss ich sagen, ja. Okay. Ich habe noch nie so. War okay. Sicherlich war okay. Aufbaufähig. Ja? Schon. Tut jetzt ein bisschen weh? Ich weiß. Aber du konntest immer gut reden. Nein. Ja, also, reden weißt du doch schon. Selber. Weißt du doch selber. Nein, aber ich aussehen und reden war immer okay bei mir. Flo, sehr froh, dass es hier keine Kamera gibt. Er sagt aussehen und reden. Er sagt aussehen und reden war immer gut bei ihm. Deshalb hast du einen Podcast, oder was? Ja, weil dein Aussehen so gut ist. Ja, aber was ist bei unserem Podcast? Es sind Kameras dabei. Überleg dir das mal. Ja, normal bei keinem Podcast. Die sind nur auf mich gerichtet. Hey. Na, schau mal, eine ist komplett auf mich. Also, ja, die ist nicht einmal eingeschaltet. Doch, glaub ich. Nein, ich glaube, wirklich... Von Herzen danke, hat mich erstens gefreut, dass sehr wir uns gerne. Wieder gesehen danke haben. Danke auch. Auch in diesem Zusammenhang mit dem Podcast, da waren es meine ersten Gäste, ich glaube bessere Gäste. Wird schwer, dass ich die noch bekomme. Vielen Dank ja, für eure Zeit. Ich glaube, es wird keine zweite Folge geben, oder? Ja. Also was willst du danach? Mit dem, was ihr abgeliefert habt, wird schwer. Ja, ganz ehrlich, was willst du danach jetzt noch? Ja, jetzt kann nur mehr bergab gehen. Muss ich mir also was einfallen lassen. Wirklich, die einzige Konkurrenz, was sie haben, also wenn ich wirklich, sollte ich mal dann aufhören zu Fußball spielen und ich mache meinen Podcast, glaub es mir dann. Du bist der Hundling, ich weiß, nein, du baust dich jetzt schon ein. Du baust dir jetzt also, schon die Position auf. Servus TV und alle, die sich was Servus Podcast TV machen. Ist zu. Aber Marco, ich bin in Steingemeister. Ich komm nicht, du kommst zu Steingemeister. Marco, es geht ja gerade um diesen Podcast, Servus TV. Und wir sind die erste Folge. Ja, die ist eh vorbei. Ja, das meine ich ja. Ist zu Ende. Was hast du schon? Ja, Frage. Achso. Also, ich mag fallen da keine mehr ein? Ah, mir fallen so viele ein, aber erstens gibt es schon Druck von hinten. Ihr habt die nächsten Termine. Du, ein paar hast noch. Wirklich? Macht Spaß gerade, ja, oder? Dann bleiben wir dabei. Also wir haben frei. Ja, das ist ja das Allerärgste. Ihr habt es frei. Und sitzen hier. Und sitzt bei mir beim Podcast. Das ist ja meine Auszeichnung. Da brauchst du gar nicht sagen, war okay und ausbaufähig. Das ist dann allererste Sache. Nichts Schöneres, muss ich ehrlich sagen. Wirklich? Kompliment. Also von meiner Seite aus, was beim David ist anders. David sind andere Ansprüche. Hey, hallo. Was ist los, Blancos? Wieso das? Weiße Ballett, weißt du, was ich meine? Real Madrid, das sind andere Ansprüche. Also der will immer, dass du besser wirst und immer mehr gibst. Stopp mach, push mich auch. Und das gehört zu einem, für einen Kapitän gehört das. Weißt du, ja. Bei mir, ich bin zufrieden mit dir. Wirklich? Muss ich ehrlich sagen. Und deswegen liebe ich dich. Du kommst zu mir. Aber nur deswegen. Nein, Marco, immer schon gut verstanden. Also, ja, es ist nicht so, dass wir die besten Homies waren, weil wir trotzdem ein bisschen unterschiedlich waren, aber wir haben uns immer super verstanden. Sehr gut. Muss man schon sagen. Ja. Fällt da keine Meinung. Mir fällt immer noch was ein, David. Es ist ganz normal, aber... Aber kennst du das? Nein, ich möchte nur ein bisschen Druck anhören, weißt du? Es gibt keinen Druck, Ja, ich weiß, dass du eigentlich jetzt kommen wir nämlich auch zum nächsten Thema. Ihr seid nur deswegen bei mir, weil wir im Windischgarten sind. Übrigens, das muss ich auch mal erwähnen, wir sind im Windischgarten. Perfektes Panorama, aber was wäre, wenn wir in Wien wären? Würdet ihr da bei mir genau sitzen? Keine Chance. Nein, müssen wir auch wieder ehrlich sein. Ja, muss man ehrlich, ist so. Keine Chance. Also... Da hätte die Medienabteilung von uns hätten richtig. Ich glaube, die hätten sich gar nicht traut, uns fragen. Also, dass sie zu uns kommen und sagen, in Wien, du, ihr habt ja einen Podcast oder mit Flo Klein. Also, es ist. Ist so angekündigt worden, ihr habt einen Podcast mit Flo Klein? Also, ich zuerst Podcast und dann. Hast du zuerst gesagt Nein, oder? Du hast zuerst Nein gesagt, oder Podcast? Nein, ich habe gesagt, habe ich zuerst Nein gesagt? Ja, und dann hast du gehört Flo Klein. Kann sein, gell? Hä? Habe ich sofort Ja gesagt? Ja, auch zuerst und Nein. Ich bin größte Legende. Zuerst und Nein? Er hat gefragt, zuerst mit wem? Nein, ich habe zuerst ausblasen. Und dann Flo Klein. So, für wen? Mit wen? Und dann war das für dich okay, oder? Dann war es auf jeden Fall okay. Sehr gut, das heißt, wir haben das abgeklärt. Wäre der Podcast in Wien, dann hätte es das nicht gegeben. Mit uns, so haben wir es geschafft. Schwierig. Wäre schwieriger gewesen. Warum schwieriger? Ja, wir haben beide Familie in Wien. Sind nicht so oft in Wien. Das ist unsere Heimatstadt. Sind, glaube ich, beide wirklich sehr gerne in Wien. Und wenn wir die Zeit mal haben, in Wien zu sein, Freunde, Familie zu sehen, ich weiß, du gehörst. Ich lebe halt mit der Familie so 25 Minuten und dann sind wir mit Freunden. Ja,
allein, du weißt selber, wie es ist. Wir waren ja auch in Wien immer einquartiert. Ich hab's genossen, muss ich ehrlich sagen. Auf normale Art und Weise, du musst mich gleich wieder übertreiben. Du bist jede freie Minute auf der Terrasse draußen gesessen vor dem Hotel und hast, glaube ich, 10 Espressos getrunken. Muss man ausnutzen, wenn man dort ist. Wien, erster Bezirk. Ja. Eine Gruppe, ich sage. Der andere ist am Schmieren gewesen. Slavi. Hanno. Basti. Cenks. Wir waren schon groß. Wobei, Cenks war bei euch am Tisch. Der war bei euch am Tisch, aber gell? Cenks war immer gesehen. Der was immer seine Freunde gerufen hat oder ins Hotel oder und hat auf einmal oder diese Würfelpoker. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Würfelpoker. Also, Freunde sind gekommen nur wegen Würfelpoker. Ja, das war heftig. Was habt ihr gespielt immer? War Texas Hold'em, oder wird das geheißen? Poker, das oder? Poker. Ja, war ich auch nicht dabei. War ich immer seriös. Weißt du? Ja, du warst mit dem Sladi im Zimmer, ne? Jul. Nein, Jul war mit dem Sladi. Ich hab da ein Einzelzimmer gehabt. Ich war am Anfang mit Leiti. Leiti gehabt. Kennst du noch? Ja, Leiti. Einzelzimmer hast du haben die? Hab so immer schon ein bisschen einen besonderen Status gehabt beim Muscle Collar. Sehr gut. So, und jetzt lasse ich euch wirklich aus. Schau, keine mehr einfällt. Mir fällt alles ein, wir können von mir. Warte, pass auf. Wisi, ganz hinten. Geht's weiter? Ja. Geblätter! Du hast jetzt echt verdient, Ja, jetzt hast verdient. Du die rote Karte gedrückt, aber was ist jetzt? Jetzt. Jetzt muss ich im Normalfall eigentlich eine Frage beantworten, aber für mich haben wir keine Frage. Du versuchst gerade seit 10 Minuten irgendwo eine Frage. Irgendwo suchst du eine Frage. Du schaust da raus im Windischgarten und suchst irgendwo Fragen. Nein, ich suche keine Frage mehr. Du hast draufdruckt auf die rote Karte. Ja, weil du es einfach verdient hast. Ja, aber warum? Wegen einer Floskel oder wie? Nee, weil du keine Frage findest. Ja, klar, ich finde genug Fragen. Nee? Ja, wir können noch stundenlang drüber reden. Ja, stell jetzt mal eine. Aber du hast mindestens schon 10 Mal gesagt, wir können noch stundenlang reden. Ja, ja. Und wo du sagst, stundenlang überlegen, denkst du nach, was du fragen sollst. Du bist so schlau. Alle sagen immer so magisch. Deshalb sage ich, er schaut immer raus. Weißt du, wir möchten ein schönes Panorama. Schaut immer raus, sucht Fragen. Ich kann dir eine unangenehme Frage stellen, oder? Wenn du über die Straße. Ja, kannst. Was ist deine Telefonnummer? 0650? Langsam. 0650. 1711. Dann ist vorbei. Ja, alles keine Zeit. Okay. Nee, dann ist er wieder, rufen wieder alle an. Ich kenne das von früher. Nee, schaut's her, jetzt lasst mal ganz kurz Pause. Das ist bei euch ein Wahnsinn. Da kommt man nicht zum Reden. Bei uns ist es ja auch darum gegangen, um Zitate von früher bei euch. Welches Zitat fällt ein, was der Marco in seiner Vergangenheit einmal erwähnt hat, mit dem er vielleicht berühmt worden ist? Du weißt das ganz genau, brauchst gar nicht zu überlegen. Du warst Shampoo? Shampoo, ja. Ja, aber eigentlich. Wie es richtig heißt, weißt du? Also, ja, ich glaube, jeder Shampoo denkt ans Gleiche, oder? Sag. Wo das war da, oder? In München. München? War das in München mit der Polizei? Ja, die Geschichte. Ist das so wirklich oder ein Training gelaufen? Das ist weltweit bekannt. Also weltweit. England auch, bist du was? China? Also nein, China nicht. Weltweit. Aber ich habe das auch abgesprochen mit dem Polizisten. Das heißt, er hat das so rausgehauen, aus Story naja, verkauft? Er hat mich so provoziert, oder, weil ich habe gesagt, provoziere mich. Ich habe ein Zitat für dich. Der hat mich dann so provoziert, dass ich ihm das sagen musste. Und du hast es wirklich gesagt? Ich habe es wirklich gesagt, aber es hat mir natürlich dann am Ende sehr leid getan. Was war die Konsequenz? Konsequenz war, dass ich sehr viel verloren habe. Ich muss ehrlich dazu sagen, das weiß wahrscheinlich keiner. Meine Frau weiß es, weil die zu Hause war. Jetzt kannst du es verraten. Ich hatte einen großen, sehr, sehr großen Werbedeal, hätte ich unterschreiben sollen, die Woche. Verzählst du jetzt gerade irgendwas? Nein, das ist wirklich wahr. Ja? Wahr. Ich schwöre auf alles. Den Tag danach, wie das rausgekommen ist, oder 2 Tage danach, hat mich dann der von meinem Marketing hat mich angerufen und hat gesagt, Marco, es sieht sehr schlecht aus, ich weiß jetzt nicht, was die machen werden, aber ich denke, dass sie das canceln werden, dass das nicht passieren wird. Und ich sage so, warum, wieso? Ich sage so, ja, na, weil du das halt zu einem Polizisten gesagt hast und dass jetzt alle Medien und so komplett ausrasten und die wollten halt keine irgendwelche negative Schlagzeilen. Und dann ist das im Bach. Und ciao. Im Bach? Also den Bach fallen und ja, es fertig. Ist finito. Mhm. Ja, das heißt, du hast durch diese Aktion, so wie es raushört, viel Geld verloren. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ja? Also war ein sehr, sehr guter Vertrag. Das heißt, bereust du das, dass du es gemacht hast, oder? Schöne Grüße an die Firma. Also, jetzt geht's wieder, oder? An Autowitsch, Marco und Sieben. meisten Länderspiele. Frisur auf der Seite, sie sehen richtig gut aus. Auf null.
Seiten auf Null, das bekomme ich auch schon mit von meinen Jungs. Seiten also wenn ihr Bock habt, oder ich bin noch da. Ich habe jetzt natürlich Wahnsinnskonkurrenz oder mit David, aber ich würde schon irgendwie gern mit ihm. Gut, der hat eh schon so viel Werbedeals, der kommt eh gar nicht mehr zeitlich zurück. Der hat nicht genug. Aber von dir gibt es auch eine gute Geschichte, kann ich mich auch noch erinnern. Der ehemalige Präsident von Bayern erzählt. Weißt sicher, Frank. Ach so, ja. Ja, und Frank ist bis heute nicht aufgelöst worden, oder? Ob du ihm da angelogen hast? Ach so, ob ich ihn da angelogen habe? Ich kann den Herrn Präsidenten ja nicht angelogen. Ja, eben. Bist du sicher? Ja, ich war mir ziemlich sicher. Du warst da ziemlich sicher? Ich war mir ziemlich sicher. Du sagst, es war, muss ein anderer Schwarzer gewesen sein. Ja, genau. Aber, das warst fix. Du. Keiner, jetzt kannst du es auch sagen. Kann, das ist jetzt total schauen, das Podcast. Ja, zu 100%. Was nicht? Nein. Also, zu dem Zeitpunkt war ich mit Frankie nicht unterwegs. Deshalb habe ich auch so geantwortet, wie ich geantwortet habe. Okay, aber in der Vergangenheit zuvor warst du einige Male mit ihm unterwegs, aber um das ist nicht gegangen. Ein paar Mal waren wir schon unterwegs, auf jeden Fall. Okay. Ja, ja. So wird überrascht, gell? Leicht. Leicht, weiß ich. Aber du hast doch 20 Minuten für die Frage gebraucht, deshalb. Aber es hat ein bisschen ruhiger geworden, merkt man. Nicht mehr so stritzig wie früher. Mann, hör auf. Hör mal auf, oder? Ab jetzt entscheidet ihr, wenn wir aufhören. Aber was heißt so stritzig wie früher? Naja, eben solche Sachen. Mama? Ein bisschen mit, ja, du schon. Was heißt du schon? Nein, ich habe dir vorher schon gesagt, du hast alles immer so auf lieb und auf gemütlich dann beiseite schieben können. So war ich früher auch. Aber ganz so ist ja nicht, dass du gar nichts gemacht hast, oder? Ich habe immer. Nein, alles, das habe ich auch noch nie gesagt. Ja, also warst du Stritzi? Was? Immer alles offensichtlich. Was? Nein, ich glaube nicht, dass das offensichtlich ist. Immer Probleme. Tür geht auf, der Trainer sagt nicht rausgehen, schiebe Tür geht auf, ich gehe direkt raus. Wurscht, also bei jedem Trainer eigentlich. Ja, es ist so. Aber es ist Marko Arnautović. Kann man nicht ändern. Jungs, jetzt habt ihr mich echt erwischt, mir gehen die Fragen aus. Aber ich, hat es dich auch gefreut? Ja, sehr. Okay. Sehr. Also dann komme ich jetzt wirklich zu mir. Jetzt unglaublich. Das habe ich ja vorher schon gesagt, vor 20 Minuten ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen. Aber mir hat jetzt wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Uns auch, mir auch. Viel Glück für die nächsten Folgen. Ich glaube, es wird echt schwierig jetzt nach der ersten Folge. Also ich wünsche dir wirklich alles Gute. Dankeschön. Bro, ich werde irgendwann noch einmal auf euch zurückkommen. Daumen sind gedrückt. Bitte, da bin ich mir sicher. Bist du dabei? Nein, schauen wir mal. Kommt drauf an, wo. Lass mich in Madrid, oder was? Also kommst du nach Madrid? Wenn du mir einladest. Sicher, habe ich dir schon mal gesagt. Wirklich? Offizielle Einladung? Ja, was weißt du, andere versprechen zum Beispiel so Gin. Aber wie schaut aus? Und dann kommt. Ach so. Ja. Also das ist steingemeißelt Madrid. Ich melde mich bei dir. Ja, melde dich. Oder der hat ja nichts zu tun, wenn du nach Madrid kommst. Was verstehst du nicht? Du bist derjenige, der was am Flughafen geht, der was eincheckt, in den Koffer abgibt, dorthin fliegt, in den Taxi nimmt. Der hat ja nichts zu tun, der liegt am Sofa. Aber ich habe was zu tun, wenn ich dir schicken muss. Gin, Rum, Wodka. Ich muss dir das, ich habe was zu tun. Was hast du zu tun? Packst du den Gin in den Karton oder was? Und kommst selber zu mir. Lass mal das jetzt. Ja, schickst du den Daniel. Du hast provoziert. Nee, wir machen das wirklich mal. Du wirst keinen Platz jetzt haben im Haus. Ich sag's dir jetzt. Ich verspreche dir. Aber dann nicht weinen und sagen, was mache ich jetzt mit so vieler Flasche? Ich bin gespannt. Das war jetzt, du hast es gehört. Es wird etwas kommen, das keinen Platz mehr. Bist du noch in Bobendorf? Ja, bin noch. Das ist alles gut. Welche Straße? Arnautovicdorf. Und das war es wirklich Arnautovicdorf. Pass auf, es ist Bottendorf. Warte mal, das ist zum ersten Mal. Bottendorf. Hallo. Es gibt dort normale Autos, wirklich alles ganz normal, wirklich ruhig, bodenständig, passt. Ich fahre durch Bottendorf durch, auf einmal, was kommt? Er fährt einfach am Porsche. Goldener, matt, Rolls-Royce. Liege richtig? Ja, pass auf, ist schon eines von vielen Autos. Ja, durch Bottendorf. Ich habe nicht einmal irgendwie groß schauen müssen, ich habe sofort gewusst, Marco, bin nachgefahren, dann bin ich ihm ausgestiegen, habe kurz mit dem Blau. Und du hast Flo im Porsche gesehen und das auch gleich gewusst, ha? Ja, natürlich. Das müsst ihr nicht gleich erwähnen, jetzt heißt es wieder, was der überhässlich ist. Okay. So. Ich bin wirklich bodenständig. Wirklich. Aber willst du uns jetzt sagen, normal, dass wir nicht bodenständig sind? Ja, doch, seid ihr. Hi, Jungs, vielen Dank, mir hat es richtig Spaß gemacht. Jetzt Abschluss, viel Spaß noch beim Teamcamp, alles Gute für die Spiele. Danke. Und ich freue mich schon, wenn ihr euch die Noten geben dürft. Gell? Reißt euch zusammen. Macht's. Die interessieren uns angeblich. Ja, sicher. Nein. Ciao, Jungs. Eins, ich habe mit ihm zusammengespielt. Merkt ihr das? Eins, merkt ihr das? Du. Eins, ich habe mit ihm auch zusammengespielt. Kann nicht beide eins geben. Gibt's ja nicht. Danke, Jungs. Bis bald. Mach's gut, ja. Ciao, ciao. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.